Ja, hallihallo und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jay Kloxen. Wir zocken weiter Crypt of the Necrodancer. Ja, der Daily One, der letzte, das war ja mal toll. Toll, ich meine, meine Planung ist eigentlich immer die beste. Kann man da eigentlich nur sagen. Hab irgendwie zwischendurch vermutet, dass ich keinen Daily One mache, sondern die normalen Zonen twice. Interessant, interessant, ja, manchmal ist man verpeilt. Also ich, manchmal, immer, na gut. Ich habe mir nichtsdestotrotz überlegt, also in Zone 2, also so oft, 90% aller Fälle, die ich sterbe, von den 100%, ist da irgendwie so ein roter Drache dran schuld. Und in den 90%, die meisten Fälle davon, weil ich scheiße ausgerüstet bin und immer nur irgendwie so ein hässliches Messer dabei habe. Das kommt einfach daher, wenn du in Zone 2 startest, hast du null Ausrüstung am Anfang, außer dein hässliches Messer, und wenn du kein Glück hast, kriegst du auch bis zum Drachen in dem Moment keine vernünftige Waffe ran. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde es jetzt nichtsdestotrotz so machen, dass ich immer in Zone 1 starte. Dann hast du für Zone 2 bessere Chancen, außerdem trainiere ich gleich für den Daily One mit. Das hat einfach zu viele Vorteile. Ja, und genauso machen wir es jetzt auch. Wenn jemand was dagegen hat, kann er mir das gerne in den Kommentaren schreiben. Bis jetzt hatte ich noch nicht viele Kommentare zu meinen Necrodancer Ones hier. Von daher mache ich das einfach mal so, wie ich das will. Bisher. Na gut, dann geht's auch direkt los. Und ich meinte natürlich halt, zur Lobby. Ich meinte natürlich den Alle-Zonen-Modus. Das heißt, auch wenn ich jetzt bei Alle-Zonen-Modus, auch wenn man da in Zone 1 startet, da geht es nach Zone 1 weiter. Man kann dann direkt mit Zone 2 weitermachen und auch da schaltet man hoffentlich die Zone 3 frei. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Komme ich eh nicht bis dahin heute. Alle Zonen, schließe alle Zonen in einem One ab. Alle Lobby-Verbesserungen sind freigeschaltet und verfügbar, aber du startest mit weniger Gesundheit. Okay. Das ist jetzt nicht so toll, wie ich gedacht habe, aber naja. Okay. Na gut. Auch das gutes Training für die Dailies. Sag ich einfach mal so. Okay, jetzt gibt's ja auch keine Diamanten oder was? Gibt's Diamanten nur im Zonenmodus? Also im Single-Zonenmodus. Das wäre natürlich Oberkacke. Muss ich mir nochmal anlesen. Drache. Ist, der ist doch verträglich. Den, mit dem kann man noch reden. Ah, der hässliche rote Drache geht mir so auf die Nüsse. Danke. Die Fledermäuse, das verstehe ich nicht. Die fliegen irgendwie. Irgendwie fliegen die. Zerstört Fackeln an der Wand. Warum? Warum? Das, nein, das nehme ich nicht mit. Billigere Läden kann ich mir leider nicht leisten. Hahaha. Na gut. Den kenne ich auch noch nicht. In der Nähe von Gegnern benutzen. Ja, das mache ich bei allen Sachen. Oh. Ich kann mir nicht mal die Fackel leisten. Also ich nehme mal, es ist Weihwasser und in der Nähe von Gegnern benutzen. Ja, das ergibt natürlich auch Sinn. Aber weiß ich nicht.
Das ist wahrscheinlich so eine Art Rundumschlag. Hier geht's lang. Irgendwie, irgendwo. Ah! Gebrüder Togo. Krieg ich hier nicht nur irgendwie irgendwo eine bessere Waffe ran? Es wäre total toll, wenn hier irgendwo noch eine Waffe liegen würde. Aber anscheinend nicht. Na gut. Ist hier nicht. Ich wusste es. Das war so klar. Naja, wenn sie wollen. Ach Gott, Skelett. Ein Strich auf meiner Liste. Achso, und jetzt ist auch der Speedrunometer unten links, wo ich Gott sei Dank davor hänge. Mit meiner Facecam aktiv. Der interessiert mich natürlich nicht die Bohne. Den werde ich dann auch demnächst mal ausstellen. Danke. Völlig der falsche Rhythmus drin. So, Rapier, doppelter Schaden. Rapier, wir wissen es, macht zwei. Also, du springst beim Angriff ein Feld nach vorne und machst dann davor den Angriff. Also effektiv zwei Felder vor dir. Meistens. Ja, genau so. Außerdem ist auch noch der gute Rapier. Der macht noch ein bisschen mehr Schaden als das hässliche alte Messer. Da unten wartet ein stinkender Minotaurus. Jetzt haben wir hier oben schon wieder das dämliche Weihwasser. Was soll denn das? Und zwar Peitsche, ja. Da wollte ich hin. Wir mal gucken, was in der Truhe drin ist. Blutmesser, na Glückwunsch, Mann, ey. Nee, danke, sorry, aber nee, danke. Blut gut und schön, aber das Messer ist scheiße. Dämlicher Power Ranger, der kann mich aber mal. Denn ich gehe gleich ein Stockwerk runter. Ja, Rüstung bitte, genau. Ich habe keine Bombe mehr, das ist mir egal. Automatischer Schild. Das geht auch noch nicht. Automatischer Schild, hier gibt es so viele Sachen, man einfach mal noch nie gesehen hat. Also ich zumindest. Das Weihwasser. Ich bin so oft jetzt hier durchgelatscht und das Weihwasser habe ich noch nie gesehen. Außer jetzt die letzten 2 Jahre halt. Achso, da war auch schon. Das ist ganz komisch. Ein Apfel auch noch mal endlich was zu essen. Wir verhungern hier. Hier eigentlich mal, hatte ich den Ausgang eigentlich schon? Anscheinend nicht. Naja. Das lief ja ganz gut, wa? Bisschen. 2 von 3 Herzen, damit kann ich leben. Das hast du ganz toll gemacht, Mr. Skelett.
geschickt durchmanövriert. Ein Käse bitte, danke. Ich weiß, es war Overkill, aber ist mir egal. Warum kostet das 313? Hat das irgendeine Bedeutung? Es ist ein Langschwert, ne? Kacke, kann ich mir nicht leisten. Hätte ich es mir vorher leisten können? Weiß ich nicht. Na toll. Na doof, so. Mit dem Kopf durch die Wand. Oh Gott, da ist er. Ich hätte es wissen müssen. Was ist denn das hier schon wieder? Belohnt Schnelligkeit, bestraft Trägheit. Das will ich nicht probieren. Hey, Power Ranger, das geht mir auf den Sack. Wo ist er? Wo will ich ihn überhaupt hin? Da hinten ist natürlich wieder gar nichts. Zombie, lassen wir mal weiter da rum, Zombie. Oh Gott. Was haben wir hier? Multiplikator-basierter Schaden. Was habe ich gerade? Ich habe den Degen, ne? Das ist ein Speer. Okay. Oh Gott. Anstrengend. Also stressig. Stressig, stressig, man glaubt es gar nicht. Deep Blue. Oh Gott, der Schachbrett. Puh. Was habe ich? Speer. Speer an. Schlimmsten sind eigentlich wirklich die Schachfiguren an sich hier. Oh mein Gott. Yes! Yes! Sorry. Dad was always coming and going on his adventures. Ja, das heißt jetzt halt. Entschuldigung, dass ich drüber laber, aber wir hatten das Ganze ja schon mal. Außerdem sind die Untertitel da. Ja, jetzt haben wir Zone 1 beendet, haben geile Ausrüstung, starten so in Zone 2. Und das ist doch. Da hat man doch ein paar Vorteile. Dad had been gone for 2 years. I had to find him. Ich will natürlich erstmal wieder an Zone 2 gewöhnen. Aber, ne? Erstes Level in Zone 2 und wir starten mit abartig viel Kohle. Ring der Schatten. Dankeschön. Kann ich den irgendwie ablegen? Was haben wir hier? Neunschwänzige Katze. Die habe ich auch noch nie gehabt. Ah! Ich will die alles nehmen. Obwohl ich den Blutrapier gebrauchen könnte. Scheiß Ring. Versaut mir wieder alles hier. Der hässliche Ring. Danke, danke Gürteltier. Ich hab nichts gesehen, Kacke. Aber ihr habt's im Prinzip verstanden. Ja. Das war für heute erst der zweite Tod. War schön. Aber was mich ein bisschen wurmt, ist halt, dass man keine Diamanten jetzt sammelt. Das ist ein bisschen doof. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Sachen noch freigeschaltet werden können. Aber zum Beispiel... Mann, wo will er denn hin? Aber zum Beispiel... Oh Gott! Meine Fresse. Das ist dumm gelaufen. Was wollte ich jetzt sagen? Habe ich völlig vergessen, was ich jetzt sagen wollte. Diamantenverbesserung in der Mitte, hier mit mehr Leben und so weiter, die bringen dir ja nur in
dem Modus eh nichts. Jetzt muss ich in den Rhythmus erstmal wieder reinkommen. Deswegen ist das gar nicht so schlimm. Hässlichen Power Ranger, was die immer. Was die immer von einem wollen. Alter, ja gleich nochmal. Woran, was macht denn das aus, wann die auftauchen? Das lief doch. Hat doch gar keinen Shop hier, ne? Nee. Wir hatten noch gar keinen Shop jetzt hier auf der Ebene. Also unten rechts hast du ja die Karte. Und da Shops immer goldene Wände haben, sieht man das natürlich auch auf der Karte. Und da sehe ich noch keinen Shop. Bestimmt ein Fehler. Ist hier nochmal sonst wohin zu gehen. Das war so klar. Ah, fuck off. Mann, Mann, Mann. Ja, genau in den Shop wollte ich gerade. Ja. Obsidian durch kann ich mir zwar nicht leisten, aber ich will jetzt mal die Kohlen mitnehmen hier. Fackel kann ich mitnehmen. Das mache ich auch. Da ist er wieder. Meine Fresse. So ein Idiot. Also, der Minotaurus natürlich. Und ich auch. Hm. Mann, warum ich als erstes immer den Shop finde? Das ist doch scheiße. Das bringt doch nichts. Ich könnte mir jetzt 50 mit der Bombe 50 Goldstücke holen, um mir dann mit 50 Goldstücken die Bombe zu holen. Womit ich mir dann 50 Goldstücke durch die Wände holen kann. Und dann bringt mir das trotzdem nichts. Ist doch toll, ne? Die grauen Türen sind Schwingtür. Die gehen wieder zu. Warum auch immer. Also, nicht warum auch immer die Schwingtüren wieder zugehen, aber warum auch immer es hier Schwingtüren gibt. Deswegen gibt es Schwingtüren. So eine Scheiße. Also Schwingtüren, die du musst eine Aktion verbrauchen. Jetzt habe ich eine Aktion, einen Schritt verbrauchen, um die Tür zu öffnen. Und das hält dich natürlich einen Schritt auf und dann trifft dich diese hässliche Bombe. Ist doch toll. Wenn das nicht toll ist, weiß ich auch nicht. Man lernt nie aus. So, 50 für die Peitsche. Den nehmen wir doch mit. So früh eine andere Waffe als den Dolch ist definitiv immer von Vorteil. Auch bei mir. Ist nicht zu viel versprochen.
Auch wenn es keine Diamanten sind. Interessanterweise schon mal trotzdem blau in der Wand. Danke. Nein, ich mache auch. Manchmal. Es ist nicht leicht, innerhalb von diesen paar Millisekunden, die der Beat halt ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Halbes Herz auf in Level 2. Ich hab nichts gefunden. Nichts gefunden, außer die Peitsche. Ist ja auch mal interessant. Haben wir eine Bombe? Natürlich nicht. Nein, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ja, habe ich verdient. Das habe ich verdient. Was willst du machen? Naja. Okay. Okay. Seed. Ach, siehst du, unten rechts die Seed, die zufällige. Ist mir noch nie aufgefallen, dass sie unten rechts steht, aber irgendwo muss sie ja stehen. Ach, jetzt kann ich mir auch mal die Highscore-Bestenliste angucken. Das ist ja toll. Bin auf Platz 7851. Nein, Moment. Platz 78.351. Toll. Bin ich der Schlechteste? Mich würde mal interessieren, ob ich jetzt der Schlechteste bin. Geht das hier mit einer Maus? Mit der Maus irgendwie? Ich hoffe nicht, dass ich der Schlechteste bin. Naja. Werde ich mir nie wieder angucken wahrscheinlich. Okay. Wäre es gewesen für heute. Abgelost wie immer. Was sollst du machen? Aber dazugelernt, denke ich mal. Bisschen wenigstens, paar Synapsen vielleicht jetzt mehr entwickelt in die Richtung, wie immer. Und irgendwann werden wir hier bestimmt auch erfolgreicher sein. Ja. Deep Blues besiegt, hatte ich auch vorher noch nicht. Kannst du mal sehen. Manchmal klappt's. Ansonsten, ja. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, schönen Tag und tschüss.